Hallo und herzlich willkommen zu einem Graustausch-Spezial zur E3 2019. Der erste E3-Podcast. Ja, ganz kurz vorab eine dicke Entschuldigung, dass jetzt wirklich seit fast 2 Monaten kein Graustausch-Podcast kam. Es kam immer viel dazwischen, Krankheit, keine Zeit. Game of Thrones. ja, also es hat jetzt lange gedauert, aber wir setzen uns heute hier an diesem Tage hin und nehmen ein paar Podcasts auf. Zur E3 wird es natürlich Podcasts geben, wo ihr auch heute an dem Tag, wo ihr das seht, einen Streamplan kriegen werdet, wie wir alles streamen genau. Und so weiter und so fort. Also es geht jetzt wieder los mit uns. Ja. So, und die E3 ist heute überraschend losgegangen. Ja. Für uns, denn tatsächlich haben wir beide überhaupt nicht mitbekommen, dass Google heute so pre-E3 einen Google Stadia Stream gemacht hat. Genau. Sie nannten es Stadia Connect Presentation. Genau, was sie jetzt auch so ähnlich wie Sony oder auch Nintendo regelmäßig im Jahr machen wollen, alle paar Monate, um halt das Neueste vom Neuesten von Stadia zu zeigen. Ja. Nur dieser war halt insgesamt ganz besonders, denn sie haben heute mal richtig verkündet, was Preise angeht, Spiele angeht und wie das alles eigentlich so ein bisschen funktioniert. Ja. Genau, und das konnten wir halt leider nicht live sehen in dem Moment, wo es lief und streamen, aber wir haben es uns jetzt im Nachhinein angeschaut und wollen euch natürlich unsere Meinung dazu verraten. Und ich glaube, man kann sagen, also meine Meinung zumindest, und das Gefühl habe ich auch bei dir, ist, das hat Potenzial, aber ich weiß noch nicht so hundertprozentig, ob ich ihnen das alles glauben soll und wie das dann funktioniert und, richtig, und so weiter und so fort. Ja, es hört sich alles einfach, ich wüsste so zu fantastisch an, als dass es so einfach funktionieren könnte. Ja. Vor allem mit den Bedingungen, die sie halt so ein bisschen voraussetzen. Sie haben erstmal angefangen, dass halt, wer kommt auf die Bühne? Phil Harrison, der CEO sozusagen von der ganzen Stadia gedöns, auf die sozusagen in den Raum, in den komplett weißen Raum. Reinkam und erstmal so ein bisschen angefangen, ne? Wir wollen ja das beste Gameplay überhaupt liefern, ganz revolutionäre Technologie und das Event, was wir schon vor 3 Monaten, 4 Monaten hatten, kam mega gut an und alle waren total begeistert und deswegen heute ganz viel Information, also ein bisschen PR-Gelaber. Ja. Das fand ich übrigens auch ganz lustig, weil ich die ganze Zeit dachte, also mein Eindruck von der ersten Stadia-Präsentation war eher so, dass das Internet so war, aha. Ja, so, das war ich habe schon mitbekommen, dass einige das ganz gut aufgenommen haben. Naja, die Idee klingt ja auch vielversprechend an sich. Und dann ging es halt eigentlich gleich mit dem Spiel los, ne, erstmal? Ja, also erstmal eine Sache, die uns aufgefallen ist, als er geredet hat, hat der Stream mehrmals geleckt, was wir sehr lustig fanden, weil ich habe eine 200.000er Leitung. Ja. Und es geht hier um einen Service, der quasi die Spiele komplett über Streaming anbieten soll. Und der leckt. Und dann leckt alleine der Stream dafür schon. Ja. Was halt auf YouTube, also auf ihrer eigenen Plattform. Ja, genau, das war schon leicht ironisch irgendwie. Das war schon ein bisschen lustig. Aber gut, so, genau, und dann haben sie aber gesagt, dann zeigen wir euch jetzt mal das erste Spiel, was es bei uns geben wird. Genau, bevor wir erklären, wie das alles so ein bisschen abläuft mit Stadia. Ja. Und das erste Spiel, was sie vorgestellt haben, war einfach mal das, was schon jetzt in den letzten Tagen, Wochen so ein bisschen in der Gerüchteküche brodelte, Baldur's Gate 3. Ja. Von Larian Studios, also den Entwicklern von Divinity Original Sin 1 und 2. Genau. Und gerade, Teil 2 lieben wir beide ja sehr, auch wenn wir es leider nie durchgespielt haben. Kommt doch. Aber wir haben es halt anhand der Stunden, die wir gespielt haben, haben wir es schon für mehrere Awards nominiert gehabt, weil einfach, weil es ein großartiges Rollenspielstudio ist. Ja. Und wenn ich denken würde, wer könnte im Jahr 2019 oder 20 Baldur's Gate 3 machen, würde ich denken, die. Genau. Und es gab einen schönen Trailer mit tollen Grafiken, also so CGI-Trailer. Und sehen wir halt einen Soldaten, der panisch durch die Totenstraße in der Stadt irgendwie herumläuft, alles um ihn herum tot, kaputt und so weiter. Und auf einmal kommt er sich vor Schmerzen und Stück für Stück verwandelt er sich in ein Krakenmonster. Ja. Und dann sieht man halt über ihn am Himmel fliegende Tentakelmonster. Ja. Und sogar im Hintergrund wirklich so ein Cthulhu-eskes riesiges Tentakelmonster. Also irgendwie sowas scheint drin zu sein auf jeden Fall. Ja, also sie scheint sich an H.P. Lovecraft ein bisschen bedient zu haben. Und das war es eigentlich auch, was man schon gesehen hat. Auch keine weiteren Informationen darüber, wann es erscheint sonst irgendwie. Was da noch kam, war halt dann die Entwickler, die sich nochmal kurz zu Wort gemeldet haben, wo man kurz erfahren hat, dass die halt sehr frei entwickeln dürfen,
dass sie halt nach Divinity Original Sin 2, also genau bevor Original Sin 2 war es so, dass er eigentlich schon Lust hatte, Baldur's Gate 3 zu machen. Da waren sie aber noch nicht irgendwie so richtig sicher, ob sie es bekommen. Dann nach Original Sin 2 war es auf einmal, dass sie nochmal auf ihn zukommen und gesagt haben, ey, willst du Baldur's Gate 3 machen? Ja. Und er hat sofort gesagt, so, ja, natürlich. Ja. Und dass sie dafür sofort das höchste Budget überhaupt, was sie jemals für ein Spiel bekommen haben, bereitgestellt bekommen haben. Ihr Team hat sich seitdem verdreifacht von der Größe her und es wird das größte Projekt, was sie jemals gemacht haben. Ja. Also wer dachte, ey, The Video Origins 2 ist ja schon sehr lang, könnte es noch ein bisschen länger werden. Ja. Ja, also wer weiß, wie viel Zeit man in Original Sin im Prinzip im Tutorial-Gebiet verbringen kann. Wer weiß, was das bedeutet. Ich fand, es war sehr, sehr sympathisch, dieses Entwickler-Interview. Also allein, wer sagt, ja, wir sind sehr frei hier, und dann hat ihm so ein Dude in der Ritterrüstung den Kaffee gebracht. Ja. War ein guter Gag, habe ich gemacht. War schön, ja. So, das war so ganz untypisch, E3, dass das ein Gag war, man dachte, ha, habe ich drüber gelacht, ja. Ein Gag. So, ja, und eben auch das erzählt hat, so, was bei Original Sin 1 er schon quasi Leute angesprochen hat, so, hey, ich würde das gern machen, und alle so, ja, ja, okay. Ja. Und dann kam halt Teil 2 und war so unglaublich erfolgreich, und dann haben sie ihn quasi wieder zurückgerufen. Warst du nicht der Typ, der Baldur's Gate 3 machen wollte? Genau. Ja. Ja, und das war eigentlich so Baldur's Gate 3, sie sind am Entwickeln. Ja. Das dauert halt noch ein bisschen, bis das irgendwie fertig ist. Ja. Und ich werde dann irgendwann... Bis dahin, das ist ja irgendwie mein Hobby geworden, bis dahin Spielereien nachzuholen, ja. Wo ein dritter Teil kommt. Also wir sind beide große Fans von dem Stapel der Schande. Ja. Hey, bei Kingdom Hearts habe ich es geschafft. Da werde ich es auch hinkriegen, bestimmt. Das stimmt, das stimmt. Ja. Zum Glück müssen wir Death Stranding nicht irgendwas vorher spielen. Das wird bestimmt ganz kurz. Wahrscheinlich. So. Ja, und dann ging es aber an die Fakten. Genau. Die harten Fakten. Was ist denn jetzt eigentlich die Sache mit den ganzen Stadia und was muss man dafür haben und so weiter? Ach, übrigens, man kann bei Baldur's Gate 3 noch dazu sagen, es ist nicht Stadia-exklusiv. Ach so, ja. Das haben sie über die ganze Konferenz gemacht, dass sie so ein bisschen... Ja, immer ein bisschen offen gelassen haben, ob das was Exklusives ist oder wie genau das funktioniert. Ja, ja. Aber es kommt halt für den PC, genau, und halt auch für Stadia. Ja. Ja, und dann haben sie aber gesagt, dass man eben mit Stadia in 4K HDR 60 FPS und 5.1 Surround Sound streamen kann. Genau. Und dass man dafür mindestens eine 35 MB pro Sekunde Leitung haben muss, was jetzt nicht so viel ist in heutigen Zeiten. Das stimmt allerdings. Damit man 4K streamen kann, aber selbst wenn man nur eine 10K-Leitung hat, sozusagen, selbst dann soll man noch in 720p streamen können. Genau. Und in High Surround und so weiter. Und das, was sie haben so schöne Grafik so gezeigt, das ist halt wirklich von niedrig 5 bis so 10 bis halt 50 und mehr geht. Und das war schon sehr erstaunlich. Also wenn es wirklich so sein soll, dass das mit diesen Leistungen funktioniert, dann wäre das tatsächlich eine Revolution und könnte tatsächlich den PC-Markt, Spielekonsolenmarkt ziemlich durcheinander bringen. Ja, weil sie haben halt das quasi so erklärt, sie haben immer gesagt, wir haben halt die Infrastruktur und es läuft halt im Prinzip alles über unsere Server. Genau. Und die übernehmen halt den Hauptteil der Bandbreite und der Aufgabe sozusagen, und das Internet muss quasi wirklich nur noch das eigentliche Streamen machen und nicht mehr das Spiel aufrechterhalten. Genau, also man braucht auch keinen leistungsfähigen PC in irgendeiner Form, sondern es geht halt wirklich auf allen Plattformen, egal ob jetzt ein Android-Phone, Tablet, PC, Laptop, Fernseher. Einzige, was dieses Gerät eigentlich wirklich tun können muss, ist, dass es eine Internetverbindung hat, die ausreicht, und halt, dass es Google Chrome besitzen kann. Ja. Das sind die beiden Sachen. Ja, beziehungsweise am Fernseher muss man halt so einen Chrome-Stick anschließen können. Genau, und das sind die beiden einzigen wirklichen Bedingungen. Du kannst, sie haben auch selber nochmal ihren Controller dann auch vorgestellt, den Stadia-Controller, aber den braucht man nicht unbedingt. Ja. Der haben wir auch, kann man kurz sagen, 69 Euro kostet der, haben sie gesagt. Und hat, weil es ja alles auf Streaming ausgelegt ist, er hat einen Capture-Button. Genau. Also wo man halt direkt quasi... Ja, sharen kann, wie es bei der PlayStation 4 ja auch ist. Genau, und auch einen Google Support Button, was sie ja schon vor 3 Monaten gezeigt haben. Und ganz wichtig, in welchen Farben ist er denn vorhanden? In Weiß. Oh, das ist sehr schön. Schwarz. Und Wasabi. Ich musste sehr lachen. Es ist halt ein hellgrün. Ja. Also, Wasabi. Schön. Ja. Ja, jedenfalls den Controller. Und es gibt noch den, im Angebot selber verschiedene Packs, die man auch dann holen kann, kommen gleich dazu. Im
Founder Package, da gibt es den auch noch in Nachtblau oder dunkelblau, genau, irgendwie, ja, so. Ja. Und sah schick aus, der Controller. Ja, er ist so schön. Ja, also, ja, und das muss man sagen, also wir haben, wie gesagt, am TV braucht man halt einen Chrome-Stick und überall anders musst du einfach nur den Browser aufmachen. Ja. Also Google Chrome in der, ja, genau, Hashtag Werbung, I guess. Ja. Und ja, dann kannst du da einfach das starten und spielen. Ja, das funktioniert einfach. Und ja, wie gesagt, das ist halt, ja, wie sich das auf den Markt auswirken könnte, darüber reden wir dann am Ende, würde ich sagen, wenn wir alles haben nochmal. Aber ist schon, ja, wäre schon krass, wenn das so läuft. Krass, ja. Ja, und dann haben sie gezeigt, dass ein weiteres der Spiele, die sie quasi zur Verfügung stellen, ist Ghost Recon Breakpoint. Genau. Was ja erst noch rauskommt von Ubisoft, der Nachfolger von Wildlands. Ja, da haben sie einen Trailer gezeigt. Ich muss zugeben, mich interessiert Ghost Recon so wenig, dass ich den Trailer zu Breakpoint gar nicht geguckt habe. Ach, du hast gar nicht geguckt. Ich kann also nicht beurteilen, ob das derselbe war oder ein anderer. Es war derselbe, bis auf das allerletzte bin ich mir nicht mehr ganz sicher, das, wo sie auf einmal denn ins Spiel reingegangen sind. Nee, ich denke mal, es war neu, um zu zeigen. Ja, ja, weil da haben sie auch gleich ein neues Feature gezeigt, nämlich, dass anscheinend, wenn man mit Stadia dieses Spiel spielt, kann man gleichzeitig die Perspektiven seiner Teamkameraden irgendwie rechts am Bildschirmrand sehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sie haben dazu nichts weiter gesagt. Ja. Sie haben nur gezeigt und das ist irgendwie Stadia Exclusive und ja, aber das Exclusive nur bei diesem Feature, bei diesem Bildschirm. Genau. Deswegen gehe ich davon aus, wahrscheinlich ist es so speziell mit den ganzen Streaming-Dingen beim Multiplayer ist, dass man halt aus Perspektiven seiner Teamkameraden halt auch gleichzeitig sehen kann. Was echt ganz cool wäre. Das wäre cool, ja. Ich meine, gut, es killt auch so ein bisschen, dass man sich absprechen muss, weil man einfach mal guckt. Aber es ist schon cool, wenn man sagt, ey, siehst du das? Und der andere kann es halt tatsächlich sehen. Ey, siehst du das? Was denn? Na da hinten, wo denn? Na da, was denn? So, nee, aber wirklich, also im Prinzip, das würde halt so ein bisschen Couch-Koop zurückbringen. Ja, ja. So dieses, dass man wirklich auch sieht, was die anderen sehen in dem Moment. Was ich persönlich mag. Ja. Ja. Müssen wir gucken, ob es wirklich so funktioniert und ob's denn, ob wir es richtig verstanden haben. Ja. Dann kam das erste Spiel, was Stand jetzt Stadia-exklusiv ist. Ja. Wurde zumindest noch nichts anderes zugesagt. Und das ist Guild, also Schuld, aber mit Y geschrieben. Genau. Statt UI. Und es ist von denen? Von Tequila Works. Und da war ich sofort... Das ist eines der Studios, Standard Tequila Works. Ich hätte es ohne dich gar nicht gesehen, dass es da stand. Ja, ja. Und ich so, okay, ist gekauft. Muss ich mal kurz auf die Sprünge hin. Was haben die eigentlich immer gemacht? Die haben Ryan gemacht. Ah, okay. Und es ist Sexy Brutal. Haben sie auch gemacht. Das war's? Ah, ja, dann ist gut. Dann kannst du gut sein. Ja. Und es sah auch mega interessant aus. Also von der, ich weiß gar nicht, vom Stil her war es irgendwie... Es hat mich sehr an dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber so dieses damals, wo auch Elijah Wood gesprochen hat und so, dieses Episodending von Double Fine, dieses Adventure-Ding. Aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ja, aber jedenfalls so, ja, so animationsfilmartig genau. So ein bisschen. Aber und ja, aber vom Gameplay her wirkte es tatsächlich Silent Hill-esque. Ja, wirklich, so ein bisschen, wie soll man sagen, Chibi Silent Hill oder irgendwie sowas. So ist halt die Protagonistin ist halt ein jüngeres Mädchen, was halt durch wirklich eine Silent Hill-artige Welt herumläuft. Es soll halt auch ein Horror-Adventure, so nach dem Motto, werden. Ja. Wo die halt ja in der Schule ist und dann auf einmal lauern überall Kreaturen in der Dunkelheit, die sie halt verfolgen, sie muss wegrennen, kann sich nicht wirklich wehren, muss Rätsel irgendwie lösen. Überall hast du mysteriöse Botschaften, beziehungsweise halt auch so brutale Botschaften wie, ja, geh dich umbringen, du musst scheiße und also so Mobbing-mäßig irgendwie. Ja. Und ja, wie gesagt, also ich habe am Anfang, wo es kam so, wo sie in der Schule drin ist, Silent Hill. Und es ist der Trailer weiterhin gedacht so, das könnte wirklich Silent Hill sein. So. Aber genau, halt, aber es ist auch in dem Sinne Silent Hill-esque, weil ja gerade Silent Hill 2 eben sehr, also die Kreaturen sehr eben die Psyche des Protagonisten wieder gespiegelt haben. Ja. Und so, und das wirkt hier ja auch so, dass dieses Mobbing-Thema offenbar drin ist. Genau. Und dass dann, ja, die Kreaturen, die man gesehen hat, eben sehr angsteinflößend mit, ja, eben, und auch teilweise, ja, so zusammengekauert, aber mit scharfen Zähnen waren, also so diese, ja, diese Schutzhaltung, aber eben aggressiv nach vorne gehen, um sich zu schützen. Noch irgendwie so über, ja. Also ich glaube, das wird so in diese Richtung auch wahrscheinlich gehen. Ja, aber also das war so... Es sah mega interessant aus, atmosphärisch, also ich... Glaube ich, kann nur gut werden. Ja. Ich glaube, war da schon Datum? Da war kein Datum. Da war auch noch kein Datum. Nee.
Genau, also das war für mich so der Titel, der Stadia exklusiv ja, vermeintlich vielleicht. Ist. War sehr ruhig. Ach, okay. Ja. Da bin ich aufmerksam. Interessiert. Genau, und dann kam noch ein Spiel, was auch sehr lustig aussah, aber ich glaube mir ein bisschen zu chaotisch und hektisch. Ja, es war halt ein bisschen Gangbeats kombiniert mit, oh Gott, wie heißt es nochmal, dieses Küchenspiel, was so auch chaotisch war. Overcooked. Ja, genau, wo auch so ganz schnell Figuren hinterherlaufen müssen, um Aufgaben zu erledigen. Und das heißt jetzt halt... Get Packed. Genau, Get Packed. Also da haben sie irgendwie verschiedene Kisten genommen und Container und sind immer hin und her geschleudert, haben sie versucht anscheinend gegen sich zu verprügeln. Da haben sie versucht, alles irgendwie so einen Schredder reinzuschmeißen. Ja. Dann haben sie wieder versucht, gemeinsam ein Auto irgendwie aus dem Also es Haus scheint irgendwie um Paketzustellung zu gehen. Genau, also immer irgendwie Sachen hin und her zu schleudern, transportieren. Und ich muss sagen, die Idee... den allgemeinen Postwahnsinn in Form eines kompetitiven Multiplayer-Partyspiels darzustellen, finde ich nicht so schlecht. Das stimmt. Oder halt den Umzugswahnsinn. Ja. Genau. Aber ja, muss man sehen. Also ich fand, es sah spaßig aus, aber ich musste auch ab und zu mal lachen, aber es könnte auch so ein Ding sein, was man halt zwei, dreimal spielt und dann denkt man, okay. Und das ist, glaube ich, auch erstmal Stadia. Ja, es stand zumindest Stadia. Wir haben jetzt gar nicht nachgeguckt, ob das auch... Wie gesagt, das haben sie sehr clever. Sie haben halt jedes Spiel gezeigt, aber sie haben halt nie was dazu gesagt im Prinzip. Ja, und sie haben ganz am Schluss ganz kurz eingeblendet irgendwie, das Studio macht übrigens und das ist Stadia. So, und bei Guild haben wir halt sofort gegoogelt und bei Baldur's Gate, weil es uns halt sehr interessiert hat. Genau. Bei den anderen jetzt nicht, aber auf jeden Fall könnt ihr das auch auf Stadia spielen. Genau. Ist halt ein Party-Multiplayer-Spiel. Ja. Und kommt 2020. Genau. Dann kam ein kurzer Einspieler von The Division 2. Genau. Von Ubisoft. Also Ubisoft scheint da voll an Bord zu sein bei Stadia. Ja. Ich fand den Marketing-Sprech wieder sehr schön. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, der mir besonders gut gefallen hat. Nämlich, dass betont wurde, dass Google very open ist. Ja. Und ich dachte, gegenüber den Geschäftspartnern sicherlich. Gegenüber den anderen. Wie, ihr habt ein Problem mit YouTube? Ja, nee, erreichen könnt ihr uns nicht. Doof gelaufen. Na doch, du kannst dich schon erreichen, aber nur, wenn du mindestens 2 Millionen Abonnenten hast. Ja. Oder so. Genau. Also Division 2 kommt auch. Ja. Dahin. Ja. Genau. Und haben halt darüber geredet, dass eine Herausforderung war, das für Stadia bereits genau, zu machen. Genau. So. Möglichkeiten. Aber dann Steven. Mhm. Dann kam der Mann der Show auf die Bühne. Phil Harrison hat gesagt, wir reden jetzt über die Preise, über unser Abo-Modell und so weiter. Und falls das nicht gut ankommt, will ich nicht den ganzen Shitstorm abhaben. Also übernimmt das jetzt mein guter Kollege. John Justice. Yeah. So, und da waren wir schon so, der kann uns ja gar kein... Der kann uns gar kein Bullshit. Weil er ist John Justice. Der muss gerecht sein. JJ John Justice, ja. Das ist... das kann nur gut sein. Und und der hat uns dann halt über die verschiedenen Packages erklärt und die verschiedenen Preise und so weiter. Und tatsächlich klang das auch gar nicht so verkehrt, was uns John Justice da erzählt hat. Und zwar hat er uns erstmal erste Package hat er gleich erklärt. Das ist das Stadia Pro. Was 9,99 € im Monat kostet und mit dem man halt wirklich die Möglichkeit hat, alles in der höchsten Qualität halt zu spielen. Was hat er noch gesagt? Genau, also es ist dann eben in der höchsten Qualität, also es ist 4K, HDR, 60fps und Surround Sound. Genau. Man bekommt halt auch da wie bei PlayStation Plus, wie bei Xbox Gold, kostenlose Spiele. Ich muss auch sagen, auch das wurde aus der Präsentation nicht so richtig klar. Richtig, ich wollte sagen, weil das kam nicht in der Präsentation. Weil wir waren uns danach tatsächlich nicht sicher, ist das jetzt dann sozusagen wirklich ein Spiele-Netflix? Genau. Und all die Spiele, die sie hier zeigen, sind dann in diesen 10 Euro drin? Oder muss man sie dazu kaufen, was wir geglaubt haben, dass das wahrscheinlich der Fall sein wird? Und so ist es auch der Fall. Wir haben es im Nachhinein nochmal nachrecherchiert, wie das jetzt wirklich ist. Also es gibt, wie gesagt, das Pro-Ding, mit dem man die höchste Qualitätsstufe hat, mit dem man halt monatlich oder irgendwie sowas immer wieder kostenlose Spiele bekommt, wo man halt auch immer wieder Rabattaktionen auf Spiele bekommt, aber wo man Spiele halt auch wirklich kaufen muss, um sie über Stadia spielen zu können. Das Ding ist aber, was besonders ist, selbst wenn man dann irgendwann mal sagt, so, ich habe keinen Bock mehr auf Stadia, und man halt dann, also beziehungsweise ich habe keinen Bock mehr, die 10 Euro Stadia zu zahlen, sind die Spiele nicht vergebens oder nicht verloren, sondern man kann sie immer noch ganz normal spielen, denn es gibt noch das zweite Package, fangen wir damit erstmal an, nämlich das Stadia Base Package,
was halt ja sozusagen kostenlos ist, wo man nicht dazu zahlen muss, wo man halt aber keine Rabattaktion dazu bekommt, wo man keine Spiele kostenlos irgendwie bekommt und wo man nicht die höchste Qualitätsstufe erreicht, genau, sondern... Also da kann man in Anführungszeichen nur in 1080p, 60 FPS und mit Stereo-Sound. Genau, so. Also man kann nur das, ich sag mal, das normale, das Standard-Ding, kann man dann abspielen. Das heißt also, man die Spiele, die man auch dann über Stadia gekauft hat, kann man auch, wenn man die 10 Euro nicht mehr monatlich zahlt, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, weil man keinen Bock mehr drauf hat, kann man immer noch trotzdem Stadia weiter nutzen, auch für die anderen Konsolen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann aber halt alles nur in geringer Qualität. Ja, genau. Das Ding ist aber, dass quasi Stadia Base erst 2020 kommt, genau, sozusagen. Und Stadia und Pro kommt schon 2019, und zwar November 2019. Ja. Aber nur in Zusammenhang, also wenn wir das richtig verstanden haben, nur im Zusammenhang mit dem letzten Bundle, was wir bekommen können. Genau, nämlich die Founder Edition. Nämlich die Stadia Founders Edition. Die man ab sofort auch schon vorbestellen kann. Ja, genau, da steht sogar. Ja, also sie haben gesagt, das kann man jetzt vorbestellen. Kommt dann im November. Genau. Und man kriegt dann eben als erster Zugang, also das heißt, das normale Stadia Pro und Stadia Base ist erst 2020. Ah, Pro ist auch verstanden. Also sie haben bei der Founders Edition, haben sie gesagt First Access. Ja gut, eigentlich First so. Access, ja. So. Also eigentlich müsste es genau. auch, ja. Genau, und bei der Founders Edition, die kostet 129 Dollar. Genau. Oder Euro. Und dann halt immer, genau, und dann immer halt danach 10 Euro. Genau. Da kriegt man eben, wie gesagt, als erstes Zugang. Genau. Man kriegt den Controller dazu, man kriegt 3 Monate Pro genau. Dazu. Und man kriegt noch 3 Monate Pro für einen Freund, den man die schenken kann. Genau. Was für mich impliziert, Pro müsste dann auch an den Start gehen, sonst macht das gar keinen Sinn. Richtig, ich glaube ja. schon, Pro wird genau. auch an den Start gehen. Also nur Base kommt 2020. Genau. Genau. Man kann sich den fantastischen Wasabi-Controller kaufen. Genau. Oder eben einen in Night Blue, genau. der kommt dazu. Es wird am Anfang in 14 Ländern zur Verfügung stehen. Wir gehören dazu. Ja. Darunter sind auch die meist europäischen Länder, zumindest ja. Mittel- und Westeuropa auf jeden ja. Fall. Und Nordeuropa, also Britannien, Irland, Spanien, ja. Frankreich, Finnland, Dänemark, Finnland, USA, halt in ja, Nordamerika, Kanada. Ja, genau. Ja. Aber das werden sie halt mit der Zeit erweitern, haben sie genau. gesagt. Und wir haben auch im FAQ schon gesehen, es gibt auch Möglichkeiten, das zu umwandern, ja. sozusagen. Genau. Und man kriegt das Recht auf einen exklusiven Stadia-Namen. Genau, weil wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, richtig. Und das war natürlich der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ja. Sieben. Jetzt, also, jetzt, weißt du, wenn ich mir das hole, dann kriege ich 3 Monate Pro. Ja. Und du kriegst auch 3 Monate Pro. Das ist ja fantastisch. Jetzt brauchen wir nur noch ein Spiel. Und die Füchse von Google ja, haben ein Spiel dazu gepackt, was uns zwei nicht mehr hypen könnte. Richtig, denn es ist eigentlich das Spiel, über das wir die letzten Jahre sehr, sehr, sehr viel geredet haben, sehr emotional auch drüber ja. geworden nicht sind. Nicht so viel wie bei den Vorgänger. Das stimmt, aber dennoch, und wir reden natürlich vom fantastischen, großartigen Destiny 2 ja. Collection. Genau. Ich sage ja immer noch, ich glaube, dass wirklich ein Großteil des Fehlschlags von Destiny mit Activision zusammenhängt. Genau. Und hoffe halt wirklich, dass wenn die sich jetzt losgelöst haben, Bungie, und ihr eigener Publisher sind, was sie im Video auch nochmal gesagt haben, so, ey, Dude, wir sind jetzt unsere eigenen Publisher. Ja. Dass jetzt alles besser werden wird. Mich überrascht tatsächlich, dass noch ein DLC kommt. Ich hätte gedacht, Destiny 2 ja. ist jetzt Ende. Nee, und wahrscheinlich wollen sie erstmal gucken, wie Leute auf ein DLC reagieren, was sie wirklich komplett selbst gemacht ja. haben. Und ja, das haben sie auch gleich vorgestellt, denn dazu. Ja, genau, Shadowkeep heißt es. Genau, gleich mit einem Trailer, wo wir wieder zurück auf dem Erdenmond sind. Ja. Und wo alles ein bisschen in die Richtung Albträume geht. Irgendwelche genau. uralten Feinde und Albträume aus der Vergangenheit tauchen da wieder auf. Neue Gegnertypen haben wir irgendwie gesehen. Ein paar, ich glaube auch ältere Gegnertypen, die aber halt so mit einem Schattenmantel ja. Schattenmantel ja. sind. Und am Ende sah man den Shot vom Mond, wie er auf die Erde schaut sozusagen. ja. Der Mond selber macht das. Ja. Und da drauf stand ein riesiger Turm und davor ein riesiges rot-schwarzes Tor und wir dachten, Mordor greift an. Ja, also anscheinend haben die Menschen nicht festgestellt, dass auf dem Mond Mordor existiert. Jetzt haben sie es gefunden. Ey, wenn die gewusst hätten, was da abgeht die ganze ja, Zeit. Ja. Auf dem Mond. Ach ja, der Ringe spielt auf dem Erdenmond. Ah. ja, das fand ich auch. Du musst gut. nicht werfen. Hui!
Fußball konnte der so weit spielen. Ja, das ergibt Sinn. Deswegen hat Legolas auch diesen Move dahin bekommen bei der Hobbit. Genau. So, nee, kleiner Spaß am Rande. Der Trailer sah cool aus, das muss man ohne Wenn und Aber sagen. Und man kriegt eben die Complete Destiny 2 Edition. Genau, also quasi. Alle DLCs etc. Ja. Alles mit drin. Und und das hat auch gleich ein bisschen Fauna Edition enthalten. Ja, genau. Dann wurde halt, wie gesagt, Base noch vorgestellt, dass man eben auch ohne Subscription kaufen kann. Genau, und selbst wenn die Subscription, wie gesagt, ausläuft, man immer noch mit dem Base halt die Spiele, die man gekauft hat, spielen kann. Ja. Weiterhin. Und ja, das war eigentlich das im Großen und Ganzen die gesamte Info. Danach haben sie noch schnell so einen Mashup-Trailer gezeigt mit allen Spielen, die zum Start von Stadia verfügbar sein werden. Davon haben wir kurz ein Bild gemacht. Ja. Also, beziehungsweise nicht unbedingt zum Start, aber Spiele, die verfügbar sein werden bei Stadia, sind Dragon Ball Xenoverse 2, Doom Eternal, Wolfenstein Youngblood, Destiny 2, Power Rangers Battle for the Grid, Baldur's Gate 3, Metro Exodus, Thumper, Grid, Samurai Showdown, Football Manager 2020, Get Packed, The Elder Scrolls Online, The Crew 2, The Division 2, Assassin's Creed Odyssey, Ghost Recon Breakpoint, Point Trials Rising, da sind die ganzen Ubisoft-Titel, NBA 2K, immer die neueste Variante, Borderlands 3, Farming Simulator 2019, Mortal Kombat 11, Rage 2, Final Fantasy 15, Guild Tomb Raider Trilogy, also alle drei neuen Tomb Raiders, Darksiders Genesis und Just Dance 2020, was sie damit gespoilert haben. Ja. Es kommt Just Dance 2020. Wer hätte damit gerechnet? Also wirklich, Frechheit. Einfach so zu spoilern. Ja. Wahrscheinlich ist es sogar schon bekannt oder so, keine Ahnung. Ja. Und ja. Und das war die halbstündige Präsentation von Google Stadia. Ja. Ja, und jetzt können wir noch mal ganz kurz darüber reden, was das vielleicht für Auswirkungen haben könnte auf den Spielemarkt. Und das Ding ist halt, wir vertrauen der Chose noch nicht so zu 100%. Richtig. Ob das dann wirklich alles mit dem Bandbreiten, mit Internet und mit dem Streaming, das wirklich alles so funktioniert, wie sie sagen. Das Ding ist halt aber auch da, wenn es jemand hinkriegt, dann Google. Ja, das stimmt. Und wir glauben wirklich, dass das wirklich den Markt ganz schön aufmischen könnte, weil natürlich sich viele sagen, hey, wenn ich halt jedes Spiel quasi, also vor allem bei PC-Spielen, die halt unglaublich Leistung fressen, wenn ich die halt einfach spielen kann mit diesem Ding in meinem Browser und das funktioniert, ja, warum soll ich mir denn dann noch einen teuren High-End-PC kaufen, wenn ich das nicht brauche? Die Konsolen haben halt immer noch ihre Exklusivtitel, sozusagen. Ja. Da kommt es halt wirklich ganz drauf an, wie gut funktioniert das, wie viele Publisher und Entwickler machen damit bei der ganzen Sache. Weil kann ja auch irgendwann sein, dass sie sagen, oh, wir merken gerade gar nicht so gut für uns, was da gerade passiert, und sich wieder zurückziehen. Wobei ich glaube, die für alles veröffentlichen, sagen, oh, Geld ist Geld. So, die sollen uns geben. Und ich finde es spannend, wir haben mal ganz kurz bei Twitter reingeguckt vorhin, wie das gerade so richtig doch schon durch die Decke gehypt wird. Ja. Weil wenn es halt, wie gesagt, wenn es wirklich so möglich ist, wenn das alles so funktioniert mit so einer, ja, ich sag mal, normalen Bandbreite, halt das höchster 4K-Qualität zu streamen, das wäre schon ziemlich krass. Ja. Und ja, es stimmt schon, also PC-Hardware-Verkäufe sind ja heutzutage schon ziemlich bösartig, also nicht so profitabel für die Hersteller. Aber wenn jetzt mit Stadia jetzt noch dazukommt, bricht das ja komplett ein. Ja. Dann kauft da keiner mehr einen High-End-PC, weil wofür? Brauchst du nicht mehr. Wer würde das tun? Also, richtig, also niemand will einen 2500 Euro teuren PC sich irgendwie zuholen. Ich schiel auch nur so nach links. Gut, das Ding ist halt, bis die Bibliothek da so groß ist, richtig, dass das alles läuft und so weiter, werden noch ein paar Jahre ins Land gehen. Ja. Von daher war der nicht umsonst. Und vor allem, wie schon in der Bibliothek, vor allem, wenn wir jetzt auch daran denken, dass wir momentan ja eh die Streaming-Wars haben mit Exklusivrechten bei Epic und keine Ahnung was. Wo ich es erstaunlich finde, dass da auch Epic-exklusive Titel sind. Ne? Ja, genau. Ja. Finde ich auch merkwürdig. Also. Ja, und das finde ich auch wiederum so spannend, dass da jetzt gerade kein großer Aufschrei passiert von wegen, die haben Exclusives, die wollen alles unter ihrem Banner vereinen, böses Google. Ja. So, da passiert es jetzt wieder nicht. Natürlich nicht. Aber obwohl es im Prinzip eine weitere Spielebibliothek ist, nur dass du halt die Sachen nicht runterlädst, sondern sie halt streamst. Ja. Ja, aber ich sag mal so, alleine, dass halt Xbox und Sony jetzt gemeinsame Sachen machen bei der Entwicklung von Streaming-Diensten,
das allein ist schon für mich so ein Zeichen, dass die durchaus bemerken, was das für eine Auswirkung haben kann, wenn Google das so hinbekommt mit Stadia. Achso, das kann man auch noch dazu sagen, bei Destiny wurde auch noch gesagt, das war auch ein spannendes Detail wieder, dass gesagt wurde, man kann seinen Charakter übernehmen von jeder Plattform und dann stand dann da, ob das auch von der PlayStation 4 ausgeht, hängt von Sonys Approval ab. Ja. Also Sony hat noch nicht Ja dazu gesagt. Ja. Ob man auf seinen Sony Destiny Charakter, Hüter hieß es, ne? Ja. Irgendwie so übernehmen kann, auch bei Stadia. Ja. Und ich könnte mir gerade vorstellen, dass sie sich dem auch weiterhin verweigern, weil man muss bedenken, Sony waren auch die, die gesagt haben, nee, Crossplay mit allen Plattformen brauchen wir nicht, weil wir sind die Marktführer. Was wollt ihr von uns? Ja, das kann sich natürlich auch ändern, wenn man merkt, dass Stadia dann das große Ding wird. Ja. Ja, also Stadia ist momentan das interessanteste Ding irgendwie. Ja. So, was. Ja, und wer hätte das... Also ich muss wirklich sagen, nach dieser ersten Präsentation war ich wirklich so, aha. Ja. Okay. Aber jetzt nach dieser Präsentation mit den, wie viel es jetzt wirklich kostet, was für Modelle gibt, wie es abläuft. Ja, das hört sich interessant an, muss man wirklich mal sagen. Also, wenn das wirklich so alles hinhaut, krass. Vor allem, ich bin dann auch noch gespannt, wenn das dann wirklich richtig anläuft, ob dann auch VR damit irgendwann mal funktioniert. Ja. Ja, also ich muss sagen, alleine, dass so Sachen, also dass hier so Elder Scrolls Online und so, also das hätte ich halt nicht gedacht, dass Online-Rollenspiele da auch mitlaufen, wo dann das Spiel online laufen muss und noch gestreamt wird und so. Also ja, die scheinen da viel vorzuhaben. Und vor allem, ich bin gespannt, ob, ich meine, es ist Google, aber trotzdem, ob, wenn es denn halt kommt, ob sie genug Server bereitgestellt haben, damit halt wirklich das funktioniert auch. Ja. Ja, genau. Also wir sind auf jeden Fall jetzt interessierter und das hat das Potenzial, ordentlich was loszutreten. Und ich bin immer auch der Meinung, es ist eigentlich generell immer gut, wenn irgendwie was angestoßen oder Konkurrenz da ist. Muss man halt sehen. Und ihr kennt da unsere Auffassung, ja, es wird bestimmt die Leute gehen, die sagen, und jetzt sich Google da anvertrauen und wo ich so sage, ja gut, wir sind hier gerade auf YouTube und. Ja, und ich benutze seit Jahren Google Chrome eigentlich als einzigen Browser und so. Also die, wenn sie wollen, sie haben alle Daten von mir. Sie können mit mir anstellen, was sie wollen. Genau. Also das muss man wirklich so sagen. Und was natürlich. Was man denken muss, wenn es wirklich einschlägt und durch die Decke geht, das ist wahrscheinlich das Ende wirklich von Hardware-Konsolen und so weiter sein könnte. Wer weiß. Weil dann halt auch, wenn Sony und Xbox so merken, ey, die machen richtig Kohle damit, dann reicht es ja eigentlich, wenn wir halt auch sowas anbieten, also wenn sie es dann schaffen, so das zu entwickeln, wenn wir auch sowas anbieten und dann machen wir einfach nur exklusiv für unsere Plattform, den wir zum Spielen. Ja. Und am Ende haben wir halt wirklich, dass dann PlayStation 5 und die nächste Xbox dann vielleicht wirklich die letzten Hardware-Konsolen-Generation ist. Ja, was ja schon seit zwei Generationen behauptet wird. Ja, aber jetzt könnte es wirklich so sein. Ja. Weil, wie gesagt, Sony und Xbox arbeiten jetzt gemeinsam an neuer Streaming-Technologie. Warum geht es eigentlich schon? Technologie. Google hat es jetzt und bietet es jetzt ab diesem bzw. nächsten Jahr richtig an für die breite Masse. Und wenn das alles funktioniert und dann auch Sony und Xbox das halt wirklich schaffen, es weiterhin zu entwickeln, dann brauchen sie keine Hardware-Konsolen mehr. Weil dann sagen sie, ey, habt Internet und wir haben, selbst wenn ihr schwaches Internet habt, kriegt es trotzdem noch hin. Ja. Wozu noch viel Geld für eine Hardware-Konsole ausgeben? Also, wenn alles klappt, ist PlayStation 5 und nächste Xbox höchstwahrscheinlich die letzte richtige Hardware-Konsole. Ja. Oder beziehungsweise, wenn noch mal eine PlayStation 6 und Xbox 2490 oder sowas kommt, dann ist es vielleicht noch so ein kleiner Würfel oder irgendwie sowas, der noch so als Adapter dient, dass du halt das Spiel empfangen kannst oder irgendwie sowas. Und keine richtige Irgendwas Konsole. Irgendwas werden sie schon ausdenken, damit sie ihre Exklusivrechte behalten. Ja, sozusagen. Das denke ich schon. Also Exklusivität wird es weiterhin geben. Und wie gesagt, das, was ich halt gesagt habe, wenn damals die Anfänge von ganzen Konsolen mit PCs und so weiter sich anders entwickelt hätten, hätten wir heutzutage nur PCs, wo halt da auf PC exklusiv für Plattformen ist. Ich meine, ich glaube, dahin entwickeln wir uns jetzt. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Wir haben gesagt, es ist grundsätzlich echt immer gut, wenn was angestoßen wird. Es kann natürlich passieren, dass es beim Gaming letztendlich darauf hinausläuft, wie wir es jetzt gerade bei TV und Serien haben, dass man am Ende einfach 7 verschiedene Dienste braucht, um alles zu spielen. Ja. Und dann gibt man... Ja, muss man entweder sich entscheiden oder man gibt halt irgendwann für Serien, Filme und Spiele 200 Euro im Monat aus, weil man halt, wenn man alles haben möchte. Richtig. So, weil halt alles auf die einzelnen Abonnementdienste. Ja, ich sag, solange es jetzt nur
Also ich, selbst das Gute ist, der Stadia ist trotzdem aber noch kostenlos auch verfügbar, ja, wo du halt einfach nur die Spiele einmal kaufst zum Download. Zwar, aber du kaufst sie einmal und gut ist. Ja. Solange es dabei bleibt, dass halt diese ganzen Exklusivtitel halt exklusiv für die eine Plattform bleiben, also selbst wenn Sony und Microsoft beide auf PC also richtig sind, dass sie da sagen, es gibt nur das exklusiv bei unserem Sony-Browser, bei unserem Xbox-Browser und so weiter. Dass es halt trotzdem kostenlos bleibt, dann ist ja okay. Dann kann ich von mir, es ist zwar irgendwann ein bisschen nervig, aber von mir aus habe ich dann auch 20 unterschiedliche Plattformteile, um die halt alle Spiele zu spielen, die ich spielen möchte. Ja. Solange sie kostenlos bleiben. Ja, aber wenn sie halt dann irgendwann anfangen, dass Stadia ja auch irgendwann sagt, so, ey, das kostenlose Base machen wir jetzt nicht mehr, sondern es gibt nur Pro. Ja. Weiß ich, in 2-3 Jahren, wenn es gut ankommt. Und dann Sony und Microsoft dahinterherziehen und sagen so, ey, wir fangen von Anfang an mit 10 Euro an und machen nie irgendwie das kostenlos, dann haben wir das Problem mit Netflix und Co. Ja. Dann wird's böse. Und ja. Also einerseits ist es sehr, sehr spannend, es kann unglaublich toll werden für die Gaming-Landschaft, aber es kann genauso ins dunkle Zeitalter des Gamings. Ja. Wobei wir überhaupt nicht so viele Streaming-Dienste haben. An sich ist das sehr schön, dass es die gibt. Nein, nur, dass es sich halt immer weiter so aufsplittert, ist halt wirklich das immer das. Richtig. Meine ich, ist ja schon, dass jetzt GOG jetzt schon versucht, ein Ding für alles irgendwie zu machen. Ja. Mit Links und so weiter zu den unterschiedlichen Plattformen. Und wieder, noch geht es, weil alle kostenlos sind. Du kannst das Ding downloaden, fertig. Aber wenn es halt kostet, wird schwierig. Ja. Ja, das war unsere kurze Analyse zu Google Stadia. Ja. Wir schauen, was so kommt. Es geht tatsächlich dieses Jahr schon los für die Founder sozusagen und dann nächstes Jahr für alle anderen. Ja, und dann mal gucken. Also November wird spannend. Ja. Werden sie es schaffen? Also erstmal das Founder-Ding, ob sie das hinbekommen. Ja. Das wird sehr interessant. Gut, das war der allererste E3-Podcast 2019. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schaut gerne euch dann die anderen zukünftigen E3-Podcasts an. Wir werden noch einen Streaming-Plan machen und euch zeigen, wie, wo was ist. Aber geht davon aus, dass wir eigentlich zu allen größeren Konferenzen und so weiter werden wir irgendeine Art Podcast auf jeden Fall machen und uns das in irgendeiner Form entweder live oder im Nachhinein kurzzeitig danach anschauen. Ja. Und dann habt ansonsten alle noch einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wenn ihr das hier hört oder schaut. Schaut gerne auf unseren anderen Kanälen vorbei und seid gerne auch mal live dabei bei den E3-Sachen. Ja. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Euer Ramen. Und euer Gautron. Ciao.